Ja, moin wieder und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Vigor auf der Xbox One X an diesem wunderschönen Mittwoch. Leute, es ist der vigorische Mittwoch. Er ist zurück, zumindest erstmal kurzweilig, denn wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, am 24. Juli ist vorbei. Dann wird alles gelöscht. Alles ist weg, Vogelmann. Ja, der Vogelmann ist auch dabei. Ja. Was? Ja? Sagt er ja? Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Das ganze Haus, alles, was wir über Folgen erschaffen haben, es ist weg. Gut, so viel war es jetzt auch nicht, oder? Ja, also so gesehen, dann war es wirklich nicht viel, was wir hatten. Ja, das Ding geht jetzt, also Vigor scheint dann in Full Release zu gehen. Also, ich bin gespannt. Oh, 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 oh. Ja komm, jetzt übertreib nicht. Es ist ja kein schlechtes Spiel, es macht ja durchaus Spaß, wenn man immer eine Lobby findet. Aber ich glaube, das Loot-Ding müssen die dann echt nochmal ändern, oder? Meinst du nicht auch? Ja, das ist nämlich das große Problem, was ich nämlich sehe. Und beziehungsweise noch die ganzen technischen Fehler, dass das Spiel eigentlich noch hat. Ich meine, wie gesagt, mir macht es ja auch Spaß. Das heißt ja nicht, dass ich das Spiel schlecht rede oder sonst was. Aber es ist halt... Eben. Warte mal, ich muss kurz lauter machen bei mir. Ich finde, es ist einfach zu wenig Content. Beziehungsweise... Es kommt ja noch mehr dazu. Du siehst ja, was man hier auch in dem Menü so am Schrank und sowas machen kann. Also die Gesten, dann kommt dazu will ich ja was sagen. Das Problem ist ja in der ganzen Geschichte. Das ist ja, ich weiß ja nicht, wie der Release jetzt aussieht, ob das jetzt ein bezahlbares Spiel ist, ob das ein Free-to-Play-Spiel ist. Ich glaube, es wird Free-to-Play. Ja, und die ganzen Micro, das Spiel muss sich ja von Microtransaction ja irgendwie finanzieren lassen. Und so gesehen sehe ich da schon mal wieder Nachteile, weil wenn die Community jetzt schon keinen Bock mehr hat, das Spiel zu finanzieren mit Microtransaction, fehlt da den Entwicklern das Geld. Und B, muss man sich zu lange erspielen mit dem ganzen Loot, ne? Das ist das Thema, was wir vorhin angesprochen hatten. Gut, jetzt sind wir beide, also allgemein, jetzt sind ja die Spieler, die jetzt aktuell drin sind, wo wir uns ja auch immer beschweren, dass wir ewig lange brauchen, um eine Lobby zu finden. Deswegen halt auch die Ausfälle hier auf meinem Kanal, liebe Leute, nochmal da draußen. Jetzt sind wir welche, die für das Spiel vor ein paar Monaten Geld gezahlt haben, ne? Weil, damit wir es eher spielen können, testen können und unterstützen können. Wir wussten, dass das Spiel Free-to-Play wird. Ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich gar nicht. Aber wenn es jetzt Free-to-Play wird, dann haben wir ja zumindest das Problem schon mal weg, dass wir wahrscheinlich User oder Spieler finden. Weißt du? Das sollte ja dann zumindest klappen. Eigentlich. Das ist der Vorteil, genau. So, und dann sind ja auch die Leute, die spielen sie dann. Und du weißt ja, wie es mit anderen Free-to-Play-Spielen ist. Es gibt dann immer die Leute, die das dann irgendwann so weit lieben und wo sie denken, ey, ich habe dafür eher kein Geld rausgegeben. Die opfern dann halt auch mal ihre Sachen für den Loot-Zeug oder sonst was. Also ich weiß nicht, das Konzept kann schon aufgehen, aber ich würd's vielleicht ein bisschen vereinfachen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ab einer gewissen Shaders-Gruppe... hießen die Shaders? Ich weiß es gar nicht. Du weißt, was ich meine. Die Level, ne? Die Shader-Level. Ja, Shader-Level. Wenn man ab Shader-Level 5 ist, dass man ab dann vielleicht, weiß ich nicht, weniger Loot bekommt. Aber nee, dann braucht man ja genauso viel, ne? Ist auch Quatsch. Das wäre ja auch Käse. Dann stehst du ja auch wieder da, wo du jetzt bist. Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Wir haben es ja dann so oder so. Ja, ich auch. Wir kriegen ja das Founders-Back. Oder wie auch immer, dass sich das Ganze schimmt. Das kriegen wir ja am Anfang kostenlos. Also, wir haben bezahlt. So. Und dann werden wir mal gucken, ne? So. Vogelmann, ich würde sagen, wir versuchen so lange wie möglich hier zu überleben. Boah, Alter, bist du bescheuert? Warum machst du denn das immer? Warum? Warum, Alter? Warum? Ey, warum machst du mich? Ja, weil du laut bist. Du hast es nicht anders verdient. So, aber jetzt haben wir trotzdem das Problem. Jetzt hau ab mit deinem scheiß Gehaue. Aua. Penner, ey. Das tat weh. So. Warum hockst du da so in der Ecke? Hast du was gehört, wovon ich nichts weiß? Nee, ich wollte nur hier sitzen und warten, bis du da fertig bist. Mit was? Hier ist ja nichts. Guck mal, die haben das geändert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal Richtung Grün. Komm. Wo wollen wir raus? Hier raus oder da raus? Vogelmann, nicht auf dem Handy gucken. Mein Gott. Was ist denn noch hinter dir?
den ganzen, ja, du hockst die ganze Zeit noch da hinten an der Wand. Ich quatsch hier. Weißt du, dafür wartet man den ganzen Tag, bis dieser Vogelmann hier irgendwann mal von der Arbeit kommt. Und dann hockt er da in seiner Ecke und klotzt wieder auf sein Handy. Mann, die Jugend von heutzutage. Ich höre dir gerne zu, du hast Nee, ich weiß ganz genau, wann du auf dein Handy gaffst und wann nicht. Ich beobachte dich, mein Freund. Hast du extra dein Handy eingelassen oder was? Weißt du? Ach so, nee, das brauche ich gar nicht, aber siehst du, das ist ein guter Tipp. Danach könnte ich ja auch gehen. Nein. Aber dann guckst du ja selber auf dein Handy, das geht ja nicht. Nach gefühlt 230, 40 Folgen irgendwelche anderen Spiele, weiß man irgendwann mal, wann du auf dein Handy klotzt und wann nicht. Irgendwann kennt man sich, ja, genau. Das kriegt man einfach mit. Sind wir jetzt gerade im Kreis gelaufen? Wir sind gerade hier rausgekommen, oder nicht? Das sind wir auch gerade, weil wir uns im Quatsch hier zusammen labern. Ja, Alter, ich will zum Stern und wir laufen im Kreis. Dein Ernst? Aber das Timing jetzt wird, glaube ich, gut werden, bis wir da sind. Hä, wir sind noch... Wo machst du hin? Hä? Warte, aber stimmt denn nicht? Sag mal, wandert der Stern? Bin ich bescheuert? Ja, ich verfolge dich. Der wandert hier ganz halt sehr, ne? Ja. Wir rennen doch die ganze Zeit im Kreis, oder nicht? Warte, zwei Vollidioten im Kreis. Warte mal, jetzt, was ist denn heute los? Welche Richtung gucken wir denn? Ach, wir sind drinne! Wir sind doch schon im Kreis drinne! Ach, sind wir blöde. Ey, wirklich, sind wir blöde. So was Dummes. Also wirklich, ja, die Leute müssen auch denken, was haben die zwei hier hoch? Wirklich, ganz ehrlich. Die hocken hier im Kreis, rennen den Kreis Stern hinterher. Der eine redet nicht, der andere läuft im Kreis rum. Oh, nee. Aber siehst du Feinde? Also, wir rennen ja schon sehr mutig hier und offensichtlich rum, ne? Mitten im Grün. Ich würde mir jetzt erstmal ganz kurz ein Gebüsch hier raussuchen. Hörst du das? Natürlich. Von wo werden sie kommen? Das hört sich so ein bisschen bei E an, oder? Was meinst du? Würde ich auch sagen. Frage ist, von wo lassen sie ihr Kopf? Ich bin nicht so geil getarnt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, nee, wo... bist du auch nicht. Wo liegst du? Hinter dir. Also nimmst du mich quasi als Schutzschild, ja? Ja. Das ist halt kacke, ich weiß halt nicht wohin. Ich könnte ins Gebüsch rein, aber dann halt das Problem, dann sehe ich halt auch nichts, wenn ich anvisiere. Meine Damen und Herren, das sind Steine da vorne, für alle Geologen unter euch da draußen, ganz besondere Steine, das sieht man an diesem Schliff, die nennt man auch Schliffsteine, im Fachjargon. Schiff, Flitschsteine. Ja, das sind Flitschschiffsteine. Hallo. Naja, einmal im Monat kommt dann halt der Schliffsteinwetzer. Und der Schliffsteinmetzer schlifft die Schliffsteine. Schlifft die Schliffsteine. Oh Mann, ey. Was ist, Leute, ich kann da auch nichts dafür. Was soll man machen? Wir müssen da oben ein bisschen gucken, dass sie da nicht gleich ihre Köpfe rausstecken. Gleichzeitig müssen wir aufs Flugzeug warten. Der Stern, der wandert auch wieder. Ich hab vergessen, wie die Karte hier aufging. Muss ja mal 3 Minuten rumprobieren. Wir gucken ja eigentlich auch voll in die falsche Richtung, ne? Eigentlich müssen wir ja so reingucken. Okay, es geht los. Halt dich bereit. Ich gucke hinter uns, okay? Nur falls die Idioten kommen. Ist jetzt laut? Ja. Siehst du das Flugzeug irgendwo? Ich sehe es gar nicht. Wo ist denn das? Hä? Ich sehe es ganz oben. Direkt über uns eigentlich. Wie? Direkt über uns? Ach da! Pass bitte auf, denk dran, bei E hatten wir die Schüsse gehört. So, wollen wir ein bisschen näher ran?
Können wir machen, Papa. Gut. Alles gut? Soweit ja. Ich sehe das Paket. Willst du schon rangehen? Ja, ja. Denk dran, lass mir eins drinnen, ne? Jo. Sieht alles safe aus bis jetzt. Hab eins. Markierst du uns den Ausgang? Ja, warte. Kusche. Doch, direkt geradeaus. Kann ich den markieren? Da. Gut. Wo bist du? Ach, da. Irgendwie war das ganz komisch jetzt gerade mit dem Looten. Wie meinst du das? Ich war gar nicht aufgeregt oder sonst was. Ich bin einfach hingegangen, hab's einfach genommen. Naja, ich glaube, du hast jetzt insgeheim einfach auch einen Kopf. Ja, wir verlieren sowieso bald alles, ne? Ja, ich bin no risk, no fun. Das ist mein Motto. No risk, no fun. Oh, die Querschläger ist aber auch gefährlich, was wir hier machen. Ja, der Querschläger hat mich fast getötet, ey. Echt? Ja. So, Freunde. Wobei, mir wäre es dann jetzt egal gewesen, weil wenn am 24. Juli alles weg ist, dann wäre ich jetzt nicht sauer gewesen. Ja, dann ist es ja, weißt du, jetzt ist es halt. Ne? Jetzt können wir nur noch spekulieren, was passiert tatsächlich danach. Zum Full Release. Ist es der Full Release oder kommt dann einfach nur das ultimative Ultra Update und bleibt trotzdem noch hier in Early Access Status? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, Florian. Wir werden es herausfinden. Und ihr da draußen wisst es wahrscheinlich schon. Also schreibt es da einfach mal in die Kommentare rein. Dann sind wir beide auch ein bisschen schlauer. Wir müssen ja wissen, ob der Vigorische Mittwoch noch standhält oder nicht standhält. Aber hey, Vigo hat ja auch schon über 50 Folgen auf dem Buckel, ne? Muss ich dir immer vorstellen. Na, ich glaube, die Hälfte davon ist aber ohne mich, glaube ich, oder? Ja, bei Vigo ja. Das war ja dann zu diesem Zeitraum da, ne? Achso, ich würde direkt suchen, ne? Ich lasse jetzt die ganzen Waffen, die ich habe. Mir ist egal. Ja, mach. Gut. Ist halt scheißegal, ob ich die Waffen verliere oder nicht. Aber ich mach das Paket auf, okay? Paket? Ich mach Papier. Ja, nein! Wir haben Lobby gefunden. Also, das ist gut, aber ich wollte Baguette aufmachen. Ja, doll, jetzt mach Baguette auf und komm nach Zen. Was für ein Baguette? Na, Baguette. Also, Baguette. Baguette, was du bringst zu Boss, nicht Baguette. Baguette ist was anderes. Baguette ist bei Croissant Royal. Jetzt ist Baguette. Du sollst nicht aufs Handy gucken. Hast du verstanden? Ach, das war Spaß. Nein, du sollst doch nicht gucken. Kriegt ihr das alle mit da draußen? Kriegt ihr das mit, ja? Da sieht man mal einfach, wenn er immer nicht reagiert, dass er einfach so... Ach, Ladebildschirm machen. Warte, ich guck mal kurz das Handy. Ah, meine Flamme hat... Ja, ich lasse dich auch noch reden. Du, das ist dein YouTube-Kanal. Ich muss nicht reden. Nein. Du musst genauso reden wie jeder andere auch. Macht ja keinen Sinn sonst. Bitte dich. Aber was soll ich auf Baguette aufmachen denn sagen? Ja, naja, du hast ja selber damit angefangen. Ich weiß es doch nicht. Du musst einfach mal, weiß ich nicht. Sei doch mal ein Vogelmann. Einfach ein, weißt du? Du musst dich mehr entflammen, quasi, aus dir drinnen heraus. Entflammen? Ich bin aber kein Phönix, sonst würde ich ja Phönixmann heißen. Der Phönixmann. Vielleicht solltest du dich umbenennen. Soll ich mal wirklich machen, dann heiße ich Phönixmann. Phönixmann? Ja, aber dann hast du auch nicht viel Digitiert Kurs, oder? Zu. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Steigerin von Vogelmann ist, ich weiß es nicht. Ach, Vogelmann ist irgendwie jetzt schon ein Name, also den lasse ich auf jeden Fall. Ja, nur das THA verstehe ich halt irgendwie nicht. Also das. Ne? Da nur für Animals. Ich habe noch zwei Kollegen, die heißt Raptormann und Delfinmann. Und das war dann euer Clantech oder was? THA? Genau, der Hannover Animals. Hm. Ja, ich meine, ja, kann man machen, ne? Aber sind wir nicht erst in Alter raus? Kostet das immer Clantechs? Bist du nicht da schon zu alt dafür für Clantechs? Du hieß letztens noch Super Saiyajin. Ja, Alter, mein Name war vergeben, weil ich scheiß... Weißt du, ich will ja eigentlich nur Sonnechi haben. Ich will ja eigentlich nur Sonnechi haben. So, und jetzt hatte ich... Früher hatte ich ja eine Playstation gehabt, ja? Und mein Kumpel,
aus der Stadt, wo ich herkomme, der hat eine Xbox 360 gehabt. So, und dann durfte ich bei denen mal, oder haben wir ein bisschen Multiplayer gespielt, und dann habe ich mir bei denen ein Profil angelegt. Und der hat mir irgendein Profil angelegt mit meinem Sonichi-Tag, ja? So, aber der hat das Profil halt angelegt. Also er hat auch eine E-Mail-Adresse gemacht und er hat auch den Zugangsdaten irgendwann mal gehabt, die er natürlich nicht mehr hat. Und ich konnte das nie löschen und somit konnte ich nie einfach nur Sonichi nehmen. Es war immer blockiert, der Name. Also muss ich irgendeine Scheiße dahinter aber machen. Aber bisher hieß sie vorher mit Super Saiyajin, so? Ja, ist ja gut. Mann, ist japanisch und Super Saiyajin und so und es ist cool. So. Mann. Bist denn du neidisch, weil du dich nicht verwandeln kannst? Mit deinen Animals. Und dann noch Hannover. Als ob es in Berlin keine Animals gibt. Da gibt's keine Animals. Klar, wir haben Raupen. Ja, Raupen, Mann. Ja. Ist der Vogelmann so? Ist so unterhalten. Was? Wer schießt da? Der Weihnachtsmann. Nee, das warst du. Mach doch sowas nicht. Warum verrät los, haben auch deiner. Jetzt gehen wir jetzt gehen wir so auf Kopfgeldjagd. Echt, du willst ja richtig töten? Okay, probieren wir's. Wir haben schnell eine Lobby gefunden. Ja, aber wir müssen ja hier für unsere zwei Fans, die Vigo immer jeden Mittwoch gucken wollen. Für die müssen wir schon Gas geben. Wie weit also ist jetzt sind wir hier auf Frontal. Auf die Karte, wie weit der überhaupt ist. Ich hab keine Ahnung. Na, toll. Was davon ist er? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch. Oh. Vorsicht, da oben ist noch einer. Der sieht dich. Warte, vorsichtig. Oh nice, ich habe auf jeden Fall immer getroffen. Was ist los, bist du tot? Ja. Ja, was rennst du denn da auch einfach so rein? Ja, Mist, der sieht mich. Jetzt muss ich hier alleine spielen. Das hast du mit Absicht gemacht, nur damit du auf dein blödes Handy gucken. Ich kenn dich doch. Ja, ich tue jetzt so, als ob ich ein bisschen Action mache, damit ich schnell auf mein Handy gucken kann. Meine neue Freundin soll ja nicht mitkriegen, dass ich spielersüchtig bin, die ganze Zeit nur spiele. Ich muss ihr schon antworten. So, jetzt machen wir eins hier. Taktik. Sumpftaktik. Also ich selber nicht, wa? Da kommt's, als ich bin reingeballer. Ich sehe selber nicht, ne? Bisschen blöd. Sehe ich den richtig auf der Karte, wie der läuft? Bis jetzt steht er. Das sind zwei Stück, müssen das sein, nicht einer, ne? Naja, aber es ist nur ein roter Schädel da. Ah, dann kommt jetzt. Oh, das ist aber schon ein ganz schönes Ziehen. Das ist kein flüssiges Gucken, ne? Ich alleine gegen die ultimativen Killer. Könnte gefährlich werden, die haben bestimmt eine gute Waffe. Na komm, beweg dich nochmal, ich will es nur auf der Karte sehen. Was? Ich komme, meine Freunde, ich komme, ich hole euch. Heute sind wir mutig, Freunde. Heute sind wir mutig. Also beziehungsweise ich, Vogelmann wollte nur auf sein Handy gucken. Das stimmt eigentlich. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Das Gefühl, die umzingeln mich. Ja, und was ich mir wünschen würde, wäre, dass fürs Full Release, wenn man stirbt, dass man dann noch seinem Partner zugucken kann, weißt du? Weißt du, mein? Ja. Wie gesagt, wir haben darüber schon mal geredet, also ich finde es nicht gut. Aber warum nicht? Bei anderen Battle Royale Spielen stürzt es. Weil zum Beispiel, mir ist auch schon so oft aufgefallen, als Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wenn ich dir zugucke, jetzt bei, nehmen wir mal PUBG oder Crystal Royale, dass du manchmal halt manche Dinge nicht siehst, die ich dann zum Beispiel sehe, oder andersherum. Es kann ja auch sein, dass du dann Dinge siehst, die ich dann nicht sehe. Das ist quasi schon wie eine Hilfe. Ja. Weißt du? Und ich meine, klar, finde ich das bei anderen Spielen gut, aber hier beim Video finde ich das kacke. Weil die anderen könnten das ja theoretisch ja genauso tun. Ja. Aber, kann man darüber diskutieren. Dann würde ich aber zumindest eine gemeinsame Hub haben wollen. Also ein gemeinsames Haus. Weißt du, was ich meine? Das... Aber ich glaube, das bringen sie nicht rein. Also nee, ich glaube nicht. Also ich meine, Vigo hat viele Updates bekommen, aber es waren halt immer
Außer das eine, wo ich wirklich spürbar gemerkt habe, okay, Gameplay und Animation, Grafik wurde schärfer, waren die Updates jetzt nicht wirklich so groß, wo man sagt, okay, das sind die größten Veränderungen jetzt im ganzen Spiel. Die werden mir immer noch Also rot angezeigt, ne? Die Idioten. ich würde mir persönlich mehr Personalität für das Haus wünschen, dass man sich auch so ein bisschen, keine Ahnung, Sachen irgendwo hinstellen kann, Ja, so eine PlayStation oder Farben. so, ne? Ja, also so ein bisschen rumspielen, also dass ich wenigstens da Ah. habe, irgendwas tun kann, wenn wir warten. Ich Gold meine, ist hey, hier wir haben bisher einen Minigold statt. Zauberwürfel, ne? Das ist ja schon mal besser als nichts, ne? Aber. Ja, aber ich hasse Zauberwürfel. Ja, das ist das Problem. Ich habe letztens, ich sehe sie wieder. Ich sehe sie wieder, ich sehe sie wieder, Vogelmann. Ich glaube, die haben mich auch gesehen. Ja, ich sehe ihn springen, ich sehe ihn springen. Wenn er stehen bleibt, hole ich mir. Ist er dann noch im Gras drin oder nicht? Ja, was wollte ich sagen? Ich habe letztens bei Rocket Beans, ne? Hatte ich Bulli, ne, Buddy, nicht Bulli. Buddy und seinen Bruder geguckt. Ja. Und ja, die haben sich dann auf Vorbereitung für, ach, wie hieß denn das Spiel jetzt? Ja, dieses schwere Spiel, weil ich dir gesagt habe, was dieses Remaster kriegt. Ah, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Da haben die, also als Vorbereitung für ihre Handgelenke, haben die diese Zauberwürfel gemacht, ne? Übel schnell. Ich kann ja sowas nicht, ne? Ich weiß nicht, ich habe früher als Kind Zauberwürfel nicht gehabt und konnte es auch nicht. Hatte auch keine Begeisterung dafür. Ich glaube, ich habe die Geduld immer noch nicht. Ich kann mir vorstellen, ja, wenn du den Dreh raus hast, Wortspiel, kann das schon eine schöne Ablenkung, keine Ahnung sein, aber. Hey, für mich ist das auch nichts. Ich meine, ich habe das schon mal öfters mal gemacht und aber auch gelöst. Über kurz oder lang. Aber, also, wie gesagt, man hat immer seine Begeisterung für andere Dinge. Ich meine, es ist ja nichts Schlimmes, wenn man sich dafür begeistert, aber es ist auch nicht meins. Ja. Ich jag hier Dazu übrigens brauche ich gerade einen diesen Minigolfplatz. Totenkopftypen, ne? Ich warte aber halt auf wirklich die sichere Funktion und er soll erstmal denken, dass er alleine ist. Der soll erstmal denken, wenn das Flugzeug da kommt und er looten will. Bam! Jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt das Flugzeug. Und dann schlägt der Sonnechi zu. So, welchen Ausgang wird er nehmen wollen? Oh, das wird schwer. So, wo ist es? Jetzt müsste jetzt sehe ich nichts, wo es runterkommt, weil die Pflanze hier davor ist. Scheiße. Da ist es okay. Mein Freund. Ich werde dich sowas von beobachten. Ah, das ist natürlich blöd da hinten. Ich weiß halt nicht, ob die noch zu zweit sind oder nicht, ne? Da ist er, da läuft Töten er. Da läuft er. Er muss denken, er ist in Sicherheit. Er muss denken, er ist in Sicherheit. Scheiße, er läuft gerade in die andere Richtung, ne? Ne, er geht ran, er geht ran. Kasche, 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 kasche. Wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Ich sehe es nicht mehr. Bin ich blind? Ich bin blind. Tony's blind. Scheiße. Blind. Wo ist es denn? Wo ist er? Bin ich so blind? Scheiße. Dreckscheiße. Ich bin echt blind. Ich wette, alle Leute da draußen sehen es gerade. Aber ich guck gerade, meine Frau guckt gerade auf dem Bildschirm, ich sehe es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Läuft der dahinter? Läuft der da irgendwo? Da ist er. Da ist er. Okay, er wusste, dass er beobachtet wird. Mein Freund. Da ist er. Ja! Ja! Bau Nummer 1. Der ist tot. Einen habe ich hier umgebracht, Vogelmann. Aber richtig nice. Was mit den anderen? Ich weiß nicht, ich glaube, der Ist er irgendwo ist daneben? alleine.
gewesen. Bäm, Junge. Glaube ich nicht. Hä? Da guckst du, was? Das kann nicht sein. Doch, 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 doch. Ich hab den einfach mal tot gemacht. Ich bin schon, das war schon geil, was ich hier gerade gemacht habe. Ich hab den Killer umgebracht. Das war ein schöner Tag. Darum will ich singen, weil ich euch so mag. Ja, Vogelmann, jetzt spar dir ein bisschen deinen Applaus, ja. Weiß. Applaus, Applaus. Weiß, du bist da jetzt total scharf drauf. Ich hätte mir jetzt noch die andere Kiste holen können, eigentlich. Ich verstehe auch nicht, warum der nur eine Kiste mitgenommen hat. Na gut, er war voll und er war beobachtet. Vielleicht hat er sich gedacht, ah, nee. Die Zeit spare ich mir. Ah, nee, ich habe zwei. Hä, wieso wurde das immer noch angezeigt? Das verstehe ich nicht. Ja, krass. Aber es war geil, liebe Freunde, oder? Es war schon Porno, oder? Frau, sag mal was. Pornös. Dankeschön. Also Frau sagt pornös. Vogelmann sagt nichts, weil der auf sein Handy rumtippt. Wisst ihr was? Richtig. Ich gehe jetzt bei WhatsApp rein und schreib den Schätze. So. Ich könnte auch sprechen. Er hört mich ja auch, aber ich möchte einfach nur mal Arsch schreiben per WhatsApp. Ja, ja, klar ist der online. Ja, ich brauche da gar nicht gucken. Ich weiß, dass er online ist. Ich bin doch nicht blöder. Ich habe keine Beschäftigung in der Abwelt. Ich muss. Weißt du, ich mache hier richtig krasse Action, weißt du? Nicht so Pulli-Pulli-Action wie du. Ich überlebe hier bis zum Schluss. Schnapp mir den Oberkiller, ja? Und bin taktisch und überlebe die Scheiße. Was machst du? Der hockt nur bei WhatsApp. Also, weißt du, das ist traurig. Ja. Das ist einfach nur traurig. Weißt du? Die Leute, die haben sich so gefreut auf Vigor. Und du? Ja, okay, ich kann nichts upgraden. Schade eigentlich. Gut, Freunde, dann würde ich sagen wir erstmal Dankeschön fürs Reinschalten. Ich weiß nicht, ob Vogelmann uns noch hört oder ob er gleich noch drauf reagiert. Ansonsten schreibt Vogelmann einfach eine WhatsApp. Ja. Die Telefonnummer war mir im Banner. Genau, Telefonnummer im Banner drinne, kriegt ihr auch von mir, kann ich euch zutwittern, ist kein Problem. Und du hast kein Twitter. Ich hab Twitter, natürlich habe ich Twitter. Ach so? Ja? Natürlich habe ich Twitter. Liegt vielleicht daran, weil ich kein Twitter habe. Hast du kein Twitter? Nee, ich habe jetzt ein Twitter. Nee. Also ich habe schon immer Twitter gehabt. Und habe ja auch diese Facebook-Fanpage-Zeit von Sonnergy. Mhm. Und jetzt habe ich es hinbekommen. Und zwar gibt es jetzt eine externe Seite. Und zwar sonst war es ja immer so gewesen, wenn du bei YouTube ein Video hochgeladen hast, hat er das Video automatisch auf Twitter gepostet, ne? Und diese Kooperation, die gibt's nicht mehr. Jetzt gibt's aber eine externe Seite, wo du das machen kannst, einrichten kannst. Und jetzt laufen wieder meine ganzen, ja, ich sag mal, Beiträge und sowas laufen jetzt über Twitter und Twitter macht automatisch auf Facebook. Weißt du? Tweet, tweet. Das ist... Ich weiß, du hörst schon nicht zu, du bist schon wieder bei WhatsApp. Und von daher sage ich Dankeschön fürs Reinschalten, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, liebe Leute da draußen. Und dann sehen wir uns auch nächste Folge wieder. Und ja, bis dahin erstmal. Was hast du? Was? Wenn es eine gibt. So, heute ja, weiß ich nicht. Ehrlich gestehen, heute echt gut. Das wird sich jetzt zeigen, ne? Wird es eine Folge geben? Wenn wir wieder eine Lobby finden, heute hat es ja auch gut geklappt eigentlich. Abgesehen davon, dass wir machen es heute wie bei X-Faktor. Ja. Ist diese Geschichte wahr oder ist sie nicht wahr? Ja, oder hat WhatsApp das frei erfunden? Wir wissen es nicht, liebe Leute da draußen. Dankeschön fürs Reinschalten. Wie immer, euer Sonnergy und natürlich auch der Vogelmann.